So, Outdoor. Ja, wie versprochen, jetzt sind wir draußen. Bevor ihr mit der GoPro startet, ich packe euch was in die Infokarte rein. Kontrolliert einmal, ob die Firmware up-to-date ist, beziehungsweise verbindet doch schon direkt eure GoPro mit eurem Smartphone. Dann könnt ihr sie nicht nur fernsteuern, sondern auch direkt die Medien vor Ort auswerten. Richtig toll. Ja, wie kriege ich denn jetzt diese GoPro an mein herrliches Zubehör? Ich habe hier so eine Schnellwechselplatte von Manx. Und ehrlich, die ist von Anfang an dabei, seit 2019. Richtig toll, richtig cool. So, jetzt habe ich hier natürlich den Adapter von GoPro drauf gemacht. Dazu habe ich natürlich dann auch das dementsprechende Equipment. So, das heißt, jetzt werden wir das natürlich vereinen. So, drehen wir euch doch den Schlitten nach vorne. Also, hier zieht ihr ganz normal den Nupsi hoch hier, das Gummiteil. Und dann könnt ihr das draufschieben und hier hinten sichern. Gar kein Hexenwerk. So, jetzt bei der GoPro Max ist das richtig cool durchdacht. Das heißt, hier, guck mal, könnt ihr die Vorrichtung ausklappen, reinmachen. Und dann ist das schon fertig. Und das ist das richtig Geile bei GoPro. So, kriege ich denn die Kamera jetzt auch gedreht? Na klar, auch hier einfach Schnellwechsel. Jetzt kommt er natürlich von der Seite nicht rein, aber von der Seite. Auch hier wieder Nupsi hier rein und glücklich sein. Und dann könnt ihr dann natürlich dann auch in die Richtung filmen. Also richtig toll, richtig cool. Und ja, mit dieser Schnellwechselplatte habe ich halt wirklich dann einen charmanten Vorteil. Ich kann entweder das Ganze hier so in die Hand nehmen, ne? Ihr seht, die Kameraführung ist eindeutig besser, aber das sehen wir natürlich dann alles gleich. Ja, läuft, läuft. So, also Schnellwechselplatte kombiniert mit den GoPro-Adaptern, richtig, richtig toll. So, wir starten die Kamera. Das heißt, jetzt nehme ich euch mit in, ja, in die schöne Kulisse. Ja, Wasserschloss Haus Kemnade in der schönen Stadt Bochum. Hier kann man nicht nur schön spazieren gehen oder joggen, Fahrrad fahren am Kemnader und ähnliches, sondern auch, ja, ein Stückchen von damals genießen. Und das genießen wir in Form von schönen Bildern. Wir gehen als allererstes, ja, die Kamera ist noch eingestellt, immer direkt mit den Videos zu starten, aber wir wollen als allererstes in den Modi Kamera. 99 plus Bilder, also über 1000 Bilder haben wir jetzt zur Verfügung. Die Einstellung aktuell weit, also das Objektiv weit und dann gucken wir doch einfach mal, was die GoPro kann. Das heißt, hier oben ist der Auslöser ganz normal. Das kennt aber eigentlich jeder. Und wenn nicht, wisst ihr das jetzt. Zack. Jetzt haben wir weit. Jetzt wollen wir mal, also weit 16 mm haben wir hier angezeigt. Dann können wir umstellen auf weit. Max Superview. Was ist der nächste Schritt? Ja, wie ihr seht, das ist halt der Vorteil, komplett unvoreingenommen zu sein. Das heißt, jetzt haben wir ein digitales Objektiv, Max Superview, also noch weiter. Knips. Knips. Also da könnt ihr wirklich gucken. Dann haben wir noch einen 360-Grad-Foto. Okay. Gucken wir mal. Also fuchst euch da wirklich rein. Es gibt verdammt viele Modis. Ne, ich habe jetzt gesagt, ich gehe einfach mal so durch. Foto weit.
Haben wir sonst noch irgendwas? Powerpano. Auch da gucken wir mal, was das Ding kann. Zählt runter. Zack. Also ehrlich, das ist mega. Da bleibe ich dabei. Ganz normal hier über den Aus- und Anschalter, ne? 360 Grad Zeitraffer, können wir gleich auch mal machen. 360 Grad Video. Das heißt, wenn ihr auf die Kugel drückt, hier im Display, dann habt ihr die Funktion umzuschalten zwischen Video und Normal. So, jetzt gehen wir in den Videobereich. Auflösung setzen wir mal wieder runter auf 1080 und 24 FPS, also Bildframes, und zack, können direkt starten. Das heißt, jetzt seht ihr die herrliche Kunst der Aufnahme. Und das Schöne ist dieser Bildstabilisator. Ihr seht es jetzt hier auch nochmal. Wir wackeln mal mit der Cam, gehen mal hoch und runter und dann seht ihr, was mit dem Bild passiert. Das ist wirklich verrückt. Genauso wie Wackelpeter. Das ist echt der Knaller. Ohne Flachs. Also das ist das. Deswegen mache ich dieses Video. Deswegen habe ich da Bock drauf, weil das halt wirklich cool ist. Selbst wenn ich mal so hoch und runter mache, mal richtig übertrieben, ihr seht, was da passiert. Das ist wirklich verrückt. Und das Stückchen, wir nehmen jetzt auch mal, drehen einmal die Kamera, das heißt jetzt dieses Stückchen Selfie-Mode. Können wir mal gucken, es ist nämlich windig, das heißt das Stückchen, jetzt sehen wir hier, ja, aus beiden Blickrichtungen den Ronny. Das heißt diese Selfie-Funktion, und guckt mal, welche Farben einmal dargestellt werden. Und ja, jetzt müssen wir mal drauf achten. Wir haben ja 6 Mikros in der GoPro. Ich hatte sonst vorher immer so einen Windschutz über die GoPro Hero 7 Black. Habe ich jetzt nicht. Und bewusst nicht, um rauszufinden, inwieweit die Kamera mit dem Wind klarkommt. Wir gehen jetzt gleich auch nochmal an die Kamnadel. Und ja, das ist ordentlich, finde ich. Und werden da auch nochmal ein paar Videos machen und Fotos. Und rausfinden, was so geht. Aber ehrlich, ich hole mir jetzt erstmal Handschuhe. Es ist bitter, bitter kalt. Also was man erwähnen darf, ist, wir haben jetzt hier eine Auflösung 1080 und 24 FPS. Also richtig, richtig geil. Ne? Die Stückchen, das ist halt GoPro. Ich kann es halt nicht anders sagen. So, mir ist kalt, ich brauche Handschuhe. Ab zum Wohnmobil Handschuhe holen. So, wir haben es geschafft. Wir sind am Kemnader See, die GoPro Max in der Hand. Und ja, der große Vorteil ist, Stativ bedient dann das Handy und die GoPro können wir schön in die Hand nehmen. Also Action Cam definitiv. Wir werden jetzt rausfinden, es ist ordentlich hier Wind hier. Ist ja auch normal, wir sind ja am Gewässer, am See. Und der Vorteil ist, es ist kalt. Handschuhe sind an, Kamera einschalten. Das heißt, hier ganz normal den Knopf drücken, funktioniert mit dem Handschuh super. Sie ist auch direkt da. Das ist halt das richtig Geile bei GoPro. Du kannst sofort Gambo machen. Ist sofort im Videomodus. Ich habe sie aber schon umgestellt, damit wir die nächste Geschichte, also die nächste Bild-Video-Qualität oder Videostufe höher setzen können. Also wir nehmen jetzt auf mit 1440 und 24 Bildern pro Sekunde und das Ganze mit einem Hypersmooth, also ordentlich Bewegung drin. Der Nachteil ist, Touchscreen lässt sich jetzt mit dem Handschuh nicht bedienen. Das heißt, da müsst ihr gucken, dass ihr dann, wenn Handschuhe habt, die für den Touchscreen geeignet sind. Die hier sind es nicht, ist aber auch kein Ding. Zack, bumm, brauchst du auch eigentlich nicht. Geht sofort auf den An- und Ausknopf, einmal drauf gedrückt und du bist sofort wieder im Modi drin und kannst sofort aufnehmen. Und das Allerwichtigste, es soll halt ein ehrliches Video sein und ein ehrliches Video auch zur GoPro und zur Bedienbarkeit. Gar nicht so ins Detail gehen, auch zum Thema Wind. Ich mache mal direkt hier an, weil jetzt ordentlich Wind, damit wir rausfinden, ob wir hierfür da wirklich so einen Windschutz brauchen. Das ist jetzt die Aufnahme 4:3. Und ne, das sieht man dann halt hier auch auf dem Bildschirm.
heißt dann später fürs Schneiden, kann ich das Bild wieder ein bisschen größer machen. Das ist aber das Stückchen, das ist so detailliert dann, wenn ich das jetzt auseinanderpflück, wie viele kleine Modis die Kamera hätte. Nein, ich möchte, dass der Laie damit aufnimmt und dass der Laie feststellt, okay, wirklich, Actioncam auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, jetzt sieht er mich hier in der Selfie-Funktion und wir sind jetzt einfach mal ganz leise. So. Kamera, stopp. Jetzt stellen wir eben einmal um, gehen aus diesem 4:3 Modi wieder raus, machen die Kamera wieder auf normal und setzen hierfür die Einstellung hoch. 60 Bilder pro Sekunde. Auflösung, zack. Ne, diese Stückchen ISO und RAW und was auch immer brauchen wir nicht. Wir wollen direkt Gambo machen und direkt starten und feststellen, was kann sie. Ne? Also wir sind jetzt im Superview linear eng, haben wir auch noch. Das heißt, dieses Stückchen Nahaufnahme können wir auch mal eben anmachen. Dann gehen wir nämlich die Sachen einmal durch. Also das ist jetzt die Nahaufnahme. Es gibt ja verschiedene Arten zu filmen. Das heißt, wenn ich jetzt so in der Erklärung bin, ist natürlich dann das bewegte Bild mit dem Gesicht direkt frontal zur Kamera natürlich perfekt. Aber es gibt ja auch noch andere Modis. So, linear, 19 mm. Na klar, ihr seht, das Bild wird größer und ich bleibe dabei, dieser Farbkontrast bei GoPro. Und das, was ihr dann jetzt dann hier sehen könnt, und zwar auf eurem Bildschirm, das ist wirklich geil. Und das gibt die GoPro auf diesem Display wieder, definitiv. Und ihr merkt auch, ne, das Stückchen Wackeln und alles, was dazugehört. Wir gehen jetzt gleich auch nochmal auf die Brücke, da ist nämlich noch mehr Wind. Das funktioniert, ne? Also die Stückchen Bildstabilisator, ne, ich wackel jetzt auch mal, ist halt mega, ne? So, wir machen jetzt den nächsten Modi, eine Stufe höher, weit, hoho, weit, weit, weit. Und auch das, ne, ihr seht jetzt viel mehr Bild, Farbqualität immer noch richtig gut, Bildstabilisator, ne, ihr seht, ich mache jetzt hier richtig Wackelpeter, auch das ist der absolute Knaller. Selbst diese schnellen Drehbewegungen, deswegen auch entschieden, ich mache noch Videos mit der Kamera auf dem Fahrrad. Mal wieder, aber dann mit der GoPro Max und nicht mehr mit der Hero 7 Black. Dazu packe ich euch natürlich noch was in die Infokarte rein, zum Thema E-Bike zum Beispiel und Fahren durch den Wald. Aber gehen wir in den nächsten Modi rein. Und zwar Max Superview 13 mm. Und auch dahingehend, ne, das Stückchen, wir drehen jetzt auch mal die Cam. Ne, das heißt, ich sehe jetzt das Licht leuchten, es blinkt, das heißt, die Kamera nimmt auf. Das heißt, ich sehe jetzt nicht auf dem Display, was ich aufnehme. Aber bei GoPro hast du halt wirklich den Vorteil, du kannst relativ nah gehen. Durch die Weitfunktion hast du auf jeden Fall in der Regel immer deinen Kopf im Bild. Und jetzt packe ich die einfach mal nebeneinander. Also Smartphone nimmt auf und dann könnt ihr schon mal so einen kleinen Unterschied sehen, auf jeden Fall. Also das ist jetzt wirklich so vergleichbar, Action Cam vs. Handy in normal stehend ohne großartige Bewegung. Der Vorteil ist, ich nehme jetzt hier, wir machen das genau so rum, wir können jetzt gucken, was hier rausgeschmissen wird an Bild. Also das ist mega Action. Und das gleiche Spiel machen wir hiermit auch. Also gucken wir mal, was hier geht. Es gibt natürlich auch noch die Funktion mit dieser Bildschirmgeschichte, damit man Strom sparen kann. Das heißt, wenn ich mir sicher bin, was ich aufnehmen möchte, dann und möchte das nicht mehr sehen, also alles gut, dann hat man natürlich die Möglichkeit, Strom zu sparen. Ist
für euch da draußen äußerst wichtig. Ansonsten müsst ihr euch natürlich Ersatzakkus holen oder dann halt die Kamera zwischenzeitlich laden. Ja, mega. So, ab zur Brücke. So, Location geändert. Die Kamera ist auch schon umgestellt. Und zwar jetzt auf 360 Grad Video, 3K und 60 FPS. Also dieses Stückchen Bilder pro Sekunde. Ich will noch kurz was erwähnen. Ich möchte euch natürlich nicht dazu zwingen, hochauflösend, also 3K, 6K, 5K, 2K, was auch immer. Egal, es gibt ja verschiedene Actioncams, die was können. Ich selber nehme für YouTube in der Regel 1080 auf. Das reicht. Damit komme ich völligstens klar. Denn ihr müsst halt überlegen, auch das Datenmaterial, hier SD-Karte und. Das müsst ihr ja immer wieder hin und her schieben. Ob eine Cloud oder was auch immer. Ich selber nutze das und bin bis heute klargekommen. Und jetzt freue ich mich auf diese 360 Grad Videofunktion. Das heißt, jetzt 3K. Wir starten. Zack, die Bohne. Und gucken einfach mal, was da rauskommt. Und los geht die wilde Reise. Also, das ist 360 Grad Videofunktion. Ich selber habe gar keine Ahnung, was da jetzt rauskommt, was wir da dann auswerten können. Ich bin aber gespannt. Und ich hoffe, dass wir den Ton verarbeiten können. Also den Ton der GoPro. Denn es ist wirklich ordentlich windig. Mal gucken, vielleicht kriegt das der Handschuh hin. Da, seht ihr? Also hier geht schon gut was. Auch die Stückchen Wackelpeter. Wir gucken mal, ne, jetzt hier auch wieder ordentlich hin und her bewegen. Ich muss sogar aufpassen, dass wir... Also machen wir es so, dann seht ihr, dass hier Wind ist und nicht, dass das nicht irgendwie gespielt ist. Ich muss aufpassen, dass dann vielleicht mein Smartphone hier nicht mit dem Stativ umkippt. Also ehrlich, ne, für so ein Erzählvideo. Ach, hallo und herzlich willkommen, Freizeitdomizil hier, Chemnader, richtig toll. Ich probiere es nochmal so rum. Hallihallo und herzlich willkommen hier, Freizeitdomizil, Chemnader. Hier kann man jede Menge machen, jede Menge erleben. Und ich bin gespannt, wenn ich das auswerte. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle darauf, das wirklich dann auch zeigen zu können und selber festzustellen, geht oder geht nicht. Weil ich habe ja immer noch die Option, ich kann es ja auch zurückschicken, wenn das nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hole ich mir halt was anderes. Ja, die Möglichkeit besteht. Also 360 Grad Video, zack. So. Handschuh aus. Und jetzt kommt der nächste Part. 360. Und zwar in 5,6K. Bei 3K haben wir 60 FPS. Bei 5,6K nur noch 30 das Maximale. Aber auch das ist kein Problem. Eingestellt. Handschuh wieder an. Ich habe keinen Bock, mir hier die Finger abzufrieren. Und jetzt geht's los. Also da bin ich gespannt, was da wirklich rauskommt. Das Stückchen, ich drehe sie auch einfach mal auf den Kopf. Ich halte sie auch einfach mal hoch in den Himmel. Runter. Also ihr werdet wahrscheinlich dann jede Menge Action sehen. Ja, das heißt, mal gucken, ob wir dann jetzt hier und hier sehen können, also 360 Grad. Da bin ich wirklich gespannt, was GoPro da rausschmeißt. Ja, im Hintergrund gar kein Problem. Nette Fußgänger, Spaziergänger. Also hier kann man sich wirklich austoben, ob Fahrradfahren, Inliner oder. Einfach mal auf die Homepage gehen. Packe ich euch natürlich in die Beschreibung rein. Und ehrlich, das geht, oder? Also das ist maximal toll. Ich weiß gar nicht, was ich hier zuerst
filmen soll. Also dieses Stückchen hier, was ich hier wieder aufgebaut habe, selber erzählen. Auch hier nochmal wer. Ne, ich bringe extra ein bisschen Hektik rein, um aufzuzeigen, was die Kamera kann. Und ehrlich, das geht, ne? Jetzt nehmen wir mal hier die ganze Kulisse auf der Seite mit. Und ich bin wirklich gespannt, was der Ton kann. Joa! Jetzt geht nochmal Wind, wir sind nochmal ganz ruhig. Dreh die Kamera nochmal. Und bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Highlight Tag, also ne, auch das Stückchen, wenn ihr hier auf die Seite drückt, dann packt euch ein Highlight rein. Gibt es sonst noch was zu erwähnen? Ne, das Stückchen Hero-Modus. Also all die Modus könnt ihr euch natürlich dann auch wirklich dann in der Gebrauchsanleitung durchlesen. Nehmt euch die Zeit, die ist nicht lang. Oder ihr guckt halt Videos, die ja actionmäßig dann auch nochmal unterwegs sind, wo ihr die GoPro, auch die anderen, die Alternativen zu GoPro, Actioncams und Co. Da ist YouTube wirklich voll und da sage ich ganz klar, einfach über den Tellerrand schauen und das Beste für dich finden. Was haben wir hier noch? Diese Horizontgeschichte. Ich gucke mal, ob ich das auch beim Aufnehmen ändern könnte. Also beim Aufnehmen hier habe ich keine Möglichkeit, wenn ich hier mit meinen Fingern drauf gehe, jetzt irgendwas zu ändern, außer wenn ich hier auf der Seite klicke, ein Highlight hinzuzufügen. Das heißt dann später in der App bei der Auswertung, wenn ich irgendwo ein Highlight setze, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte oder teasern möchte oder als Infokarte reinsetzen, dann setzt man sich halt ein Highlight. So, gucken wir mal einen Unterschied hier zu dieser horizontalen Ausrichtung, ob da irgendwas anders ist, ob uns irgendwas auffällt oder ist das einfach nur so ein Gadget. Wenn nicht, lese uns da auch nochmal ein und machen vielleicht dann nochmal dazu nochmal ein Special. Aber mir ist halt wirklich wichtig, dass dieses Video für den Laien ist. Und alleine schaut mal der Hintergrund. Also, was die GoPro hier wiedergibt auf diesem Display, das ist echt der Knall. Also da auch wieder gute Investition in ein, ja, tolles Produkt. Und wenn ich die Farben sehe, dann hat man wieder richtig Bock auf den Sommer. Also ich bin eh kein Wintertyp. Ist toll. Jetzt hier so eine schöne Action-Cam mit maximaler Action aufzunehmen. Auch dieses Stückchen über Kopf filmen, sich drehen und was auch immer. Da macht die GoPro halt richtig, ja, Spaß. Ist halt Action-Cam. Und das Geile ist, wenn ich die dann auch noch in mein Stativ packe, also da kann man richtig geile Videos draus machen. Ich freue mich da drauf. Und ich hoffe, das Stückchen euch mit so einem Video natürlich dann auch zu helfen, eure Kaufentscheidung beziehungsweise das Stückchen, ich bin mir so nicht sicher, ich weiß nicht. Also selbst die Modis, wenn ich die Kamera drehe, bleibt alles gleich. Das heißt, die Kameras sind, so wie ich das auch recherchiert habe, identisch. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied. Das einzige Unterschied, den wir nur machen können, ist halt diese Linsen draufstecken. Aber da gibt es dann halt ein extra Video zu, beziehungsweise im nächsten machen wir dann nochmal die Linsen drauf. Aber da mache ich auch nochmal ein Special zu. Das heißt, wenn wir in den Mountainbike in den Wald gehen, Linsen drauf und dann machen wir einmal Gambo schön den Berg runter. Ein Knaller-Baller-Video. Ansonsten, nee, also nur noch Einstellung, Kamera, Wechsel. Nee, jetzt wenn ich hoch oder runter, Ausrichtungssperre, nö. Nee, Sprachsteuerung, auch die habe ich nie benutzt bei GoPro. Müsst ihr halt testen. Also da sage ich halt ehrlich, das Stückchen, ich mache das, was ich für mich die letzten Jahre benutzt habe. Und was auch super funktioniert hat, genau dieses Stückchen Raster im Bildausschnitt, ist halt auch toll, habe ich nie benutzt. Ich habe immer Kamera an und direkt losgefilmt. Und wenn wir ehrlich sind, das machen wir jetzt auch nochmal.
Das heißt, bei der Kälte mit Handschuh. So, ich habe jetzt hier einen wichtigen Moment. Kamera geht an und ist sofort betriebsbereit. Und zack, nehmen wir schon auf. Gut, ne? Ha, herrlich. So, ab in die nächste Sequenz.